Sonst streiften Jaguare durch alle Wälder Amerikas, vom Grand Canyon bis in die argentinische Pampa. Das aber ist lange her. Heute sind die stolzen Katzen vom Aussterben bedroht. Die Gründe sind immer die gleichen. Jagd und ihr Lebensraum wird Stück für Stück kleiner. Wissenschaftler in Mexiko versuchen nun herauszufinden, wie viele Jaguare noch am Leben sind. Kameras mit Bewegungssensoren sollen in ganz Mexiko weite Wald- und Dschungelgebiete erfassen, um zu erforschen, wo genau und wie die letzten Jaguare leben. Es ist ein Forschungsprojekt der Universität von Mexiko-Stadt und verschiedener Nichtregierungsorganisationen. Die letzten Zählungen gehen von 10.000 Exemplaren aus. Doch nun fürchten die Wissenschaftler, dass es wahrscheinlich nur noch 4.000 sind. Die Situation ist eigentlich völlig unklar. Nicht nur, weil ganze Gegenden von Jaguaren entvölkert wurden, sondern auch, weil ebenso schnell viele Ökosysteme verschwinden. Eins zumindest ist sicher, in 10 Jahren werden wir ganz genau wissen, ob der Jaguar weiterlebt oder nicht. Und ob er weiter ein Symbol für die Stärke und den Stolz der Mexikaner ist oder nicht. De si el jaguar va a seguir siendo como lo ha sido hasta la fecha, un símbolo de la fuerza, un símbolo del orgullo de los mexicanos. Viehfarmer bedrohen den Jaguar, indem sie immer mehr Wald in Weideland umwandeln und indem sie ihn jagen, um ihre eigenen Tiere zu schützen. Aber auch groß angelegte Autobahnprojekte zerstören seinen Lebensraum. Immerhin, eine bereits abgeschlossene Zählung schätzt, dass auf der Halbinsel Yucatan noch 2.000 Jaguare leben. Das aber zum Überleben der Art reicht, ist unklar.